3, 2, 1. Alter, nein! Alter! Hallihallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge GTA San Andreas Online. Wir machen jetzt hier ein kleines Battle. Genau, nämlich. Und zwar haben wir uns eine Challenge ausgedacht, beziehungsweise es sind zwei in einer sozusagen. Wir sind hier nämlich gerade an diesem Berg auf dieser Map und fahren da jetzt gleich hoch. Das ist der erste Teil. Wer jetzt erst so oben werden kann, ist halt Mountainbike. Ich auf dem Motorrad, er mit Mountainbike. Und von oben werden wir über so einen Monsterjump runterspringen mit Fallschirm und dann zum Campingplatz fliegen. Das ist der zweite Part der Challenge. Und wer zuerst da ist, wieder hier drin ist, der hat gewonnen. Genau, hier drin, in diesem Kreis hier muss man landen. Ja. Beziehungsweise als erstes eben sein. Und dann würde ich sagen, ich bin kriminell. Drei. Boah, passend zur Aufnahme fängt jetzt der Nebel an. Okay, drei. Geil. Zwei. Eins. Go. Okay, scheiße, du bist viel schneller als ich. Jawohl. Jawohl. Alter, kannst, wie lahm ist denn das Teil? Du kannst, wenn du die ganze Zeit D drückst, nach vorne, dann bist du, sprintest du so auf dem Fahrrad, ne? Das weißt du. Ah, stimmt. Dann bin ich mich nicht mehr so viel schneller als du. Dann bist du mindestens genau gleich schnell wie ich. Boah, und mit dem Nebel, oh, das macht's nochmal schwieriger, weil du siehst nicht so weit. Boah, Alter, ist das hart. Alter! Ich bin direkt hinter dir, Junge. Ja, richtig. Alter, man sieht einfach richtig wenig nur. Wow. Ich hoffe ja noch darauf, dass du dich irgendwie verfährst oder so. Ah! Lol. Wow. Wow, lol. Junge! Du bist schneller als ich, als was? Du. Nein! Ich mit dem Sprinten, du hast mich übelst abgedrängt. Du hast. Hä? Du hast vor allem auch den Vorteil, dass du durch das Sprinten, auch wenn es bergauf geht, immer gleich schnell bleibst. Fuck. Wow. Ey, der Nebel macht's mal richtig geil hier. Hä, hey, das mit dem Sprint funktioniert aber nicht immer, außerdem ist es sau anstrengend, da drauf zu hauen. Ja, das ist der Nachteil, du bist halt irgendwann K.O. und dann kannst du nicht mehr. Alter, aber das mit dem Nebel ist echt geil. Ja, vor allem, weil du dann nicht weißt, wo du landen musst mit deinem Fallschirm. Ja, Mann. Außer du hast den Vorteil, du kannst dir Wegpunkte auf deiner Map setzen. Ja, halt's mal. Ich habe nämlich keine Minimap, weil wenn ich die aufmache und mir einen Wegpunkt setze, dann funktioniert meine Maus nicht mehr. Frag mich nicht warum. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr wisst, woran das liegt. Ja. Das Problem hat Philipp auch manchmal, nur ich hab's irgendwie immer. Ich hab grad meine Controller-Setups zurückgestellt. Kannst du auch mal machen, vielleicht funktioniert der dann. Ah ja, stimmt. Mach ich später. Mal probieren. Also, ich glaube, die Challenge habe ich gewonnen. Ja, was ist dieses Drecks Mountainbike? Da. Es hört sich auch nicht an wie ein Mountainbike, es hört sich an wie so ein. Es war doch da hoch. Lol, der schaltet dann auch so runter und tritt mega schnell. Oh fuck, scheiße. Oh jawoll. Was ist? Ich hab gewonnen. Wow. Aber du hast dich gut geschlagen. Erstmal Fallschirm suchen. Genau, wir müssen hier kurz warten, weil ich glaube, hier ist nur einer, den hole ich mir jetzt mal. Aber weißt du was, ich habe hier das geile Motorrad wieder. Echt? Ja. Ist es noch da? Ja. Ja, geil. Dann, geh mal nach da hinten. Da müsste eigentlich gleich wieder ein Fallschirm spawnen. Das ist doch eigentlich immer hier, oder? Doch, der spawnt im Prinzip immer da. So, und hier, ich setze mir mal einen Wegpunkt hier hin. Drei, zwei, eins. Alter, nein! Alter! Ja, du hast den Fallschirm direkt. Fuck, ich muss ihn jetzt schon zünden, weil sonst wäre ich in die Bäume geflogen. Fuck, ich darf nicht hängen bleiben, Alter.
Du kannst mir ruhig hinterherfliegen, ich habe mir einen Wegpoint gesetzt. Ich weiß, wo man lang muss. Nein! Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja, das ist geil. Warte, mein Handy spackt hier die ganze Zeit rum, vielleicht soll ich es mal ausmachen während der Aufnahme. Boah, hier geht's mal so richtig runter, Alter. Alter, wieso sinkt denn der eigentlich so schnell, der Mongo? Ich weiß nicht, soll ich mir ein Auto holen und dann dahin fahren oder laufen? Das ist egal, wie du es machst. Ich glaube, ich hole mir jetzt hier einen Wagen. Aber ich bin so gut wie da. Echt? Ich lande im Prinzip genau da drüber. Wenn ich so glaube, ich habe zu früh gezündet. Ich glaube, ich habe zu früh ausgelöst. Ja, man muss so spät wie möglich, dann fliegst du auch noch am weitesten. Ja, geil, ich komme jetzt hier mit so einem Bagger. Jawohl. Ich bin gleich da. Ich sehe es schon. Ja, ich bin so gut. Ich bin eigentlich direkt drüber. Ja, nee, ich glaube, ich kann, wenn ich will, kann ich direkt da drüber landen. Alter, was ist das denn für ein geiler Bagger? Okay, ich glaube, ich hab's gewonnen. Ich glaube nicht, ich glaube, ich gewinne noch. Wieso, ich bin direkt drüber. Nein, ich hab's nicht geschafft, direkt drin zu landen. Und ja, ja, ich bin drin, ich bin da. Ja, Alter, ich bin hier noch mit meinem Bagger beschäftigt. Jawohl. Okay, dann war es heute eine siegreiche Folge für mich, ne? Alter. Junge, wo bist du, Alter? Ich bin an so einem Kohle-Dingens. Alter, du bist richtig weit weg. Ja, ich wusste nicht, wo es lang geht. Alter Junge, du bist übelst weit weg. Du musst es viel weiter nach rechts. Hey, mit diesem Bagger kann man saugeil driften. Oh oh. Okay. Ah. Okay, doch nicht. Okay, damit ist die Aufnahme für heute beendet. Mit einer absolut beschissenen Challenge. Nein, die war saugeil. Hey, wo bist du? Ich bin jetzt hier unten bei diesem Kohle-Dingens. Okay, ey, lass bitte nochmal die Challenge machen. Wie die war saugeil. Ja, mach jetzt nochmal kurz zocken. Ja, einfach nochmal runterspringen. Okay, auf Wiedersehen. Schaut euch noch die anderen Videos an. Falls ihr Bock habt, lasst eine Bewertung da. Und ciao, ciao.